Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tabak-Review hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle für eure Zeit und den Support. Und ihr könnt es sehen, ja, wir haben jetzt hier die Artikel 13 Upload-freundliche Version des Hintergrunds. Hier mit Greenscreen und entsprechend einem kleinen, ganz simpel gemachten, blau in grau eingefadeten Hintergrund. Ich hoffe, für euch passt das so. Wenn nicht, dann lasst es mich einfach wissen in den Kommentaren. Dann mache ich nächstes Mal ein bisschen anderen Hintergrund. Ich mache das hier komplett mit Chroma Key weg, entsprechend. Und somit kann ich da reinhauen, worauf ihr Bock habt. Genau. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ich demonstriere das kurz. Wenn ich den Rauch auspuste, dann zuckt das Programm bzw. der Chroma Key für einen kurzen Moment komplett aus. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Ich muss mich auch dran gewöhnen. Geht nicht anders. Hab alles versucht. Zum Tabak. Ich stelle euch für heute den Kismet vor. Und zwar genauer gesagt Kismet Nagile. Das ist der erste, den ich hier auf diesem Kanal präsentiere von der Sorte. Sorte Black Blossom. Dann kommen wir auch gleich zum steuerrechtlichen bzw. zum preislichen. Das ist die Steuerbanderole. Ich hoffe jetzt, dass mich der Autofokus. Jawohl, das ist ja ein Traum. 100 Gramm kosten hier 12,50 €. Das ist vom preislichen her absolut in bester Ordnung, ja. Kann man nicht meckern auf jeden Fall. Al-Kaschmir ist so ungefähr auf dem Niveau. Ist, finde ich, eine absolut faire Nummer. Als ich Black Blossom gelesen habe, hat mich das direkt vom Namen her angesprochen. Ja, schwarzes Erblühen, da hatte ich direkt vor meinem inneren Auge, ohne zu wissen, was da genau für Flavors drin sind, dunkle Blüten, herbe Sorten, schön dunkelölig. Das ist aber nicht der Fall. Aber das schmälert in keinem Fall meine Begeisterung. Aber zunächst mal zum Schnitt und zur Farbe von dem Ganzen. Der Tabak kommt so daher, der ist brutalst fein, ja. Also der ist richtig, richtig fein geschnitten. Fast schon so auf Zigarettenschnittniveau. Zum Kopfbau ein bisschen eine Herausforderung. Also ich empfehle euch da dringend, so wie ich es auch gemacht habe, wie ihr es jetzt im Intro gesehen habt, da einen Funnel zu nehmen. Also sprich keinen Mehrlochkopf. Denn ich befürchte, wenn ich jetzt das, wie ich es eigentlich vorhatte, im Hotshot RT bauen würde, dann würde der Tabak die Löcher dicht machen, beziehungsweise der Großteil des Tabaks in der Bowl landen. Und das wollen wir ja nicht. Geruchlich macht der Tabak echt Spaß. Wenn ihr den Tabak aufmacht, ich habe jetzt die Packung frisch aufgemacht und in die Dose gefüllt und wenn ihr da ein bisschen damit hantiert, dann riecht der gesamte Raum, in dem ihr euch befindet, sehr angenehm nach diesem Tabak. Und zwar habt ihr vordergründig eine richtig schöne Wildrose, ja, also keine seifige Rose, sondern wirklich eine schöne intensive Wildrose, die ist sehr aromatisch, die steht in voller Blüte. Ölig, rosig, richtig, richtig angenehm, richtig herbe Rose voll ins Gesicht, ja, so wie ich es mag. Und als zweiter Flavor, als zweiter Geschmack gesellt sich hier noch eine Jasminblüte dazu. Die ist, würde ich mal sagen, ebenbürtig von der Geruchsintensität her mit der Rose. Die Jasminnote sorgt für so eine leichte, süße, verspielte, blumige Note. Jasmin-Tee, da muss man sich ein bisschen davon entfernen, da die Blüten halt noch ein bisschen süßer und noch ein bisschen intensiver riechen. Und das habt ihr hier volles Programm. Tabaknote rieche ich hier überhaupt nicht raus. Ihr habt es hier mit einem Virginia zu tun. Der ist dunkel sousiert, wie man gerade eben an der Farbe sehen konnte. Hier könnt ihr noch mal einen Blick drauf werfen. Wenn ihr das in dem Funnel baut, ich habe jetzt hier in dem Fall den Sky Funnel genommen, bis knapp über den Rand befüllt, Panzeralu, feine und grobe Lochung, dann habt ihr da überhaupt kein Problem. Der Kopfbau geht super easy, der baut sich quasi aufgrund von dem feinen Schnitt, baut sich der Kopf so gesehen von selber. Also echt angenehm zu bauen. Zum Geschmack. Also ansonsten, außer Rose und Jasmin, um den Geruch noch abzuschließen, habe ich mir am Anfang eingebildet, dass ich Lemongrass-Noten mit am Start habe, die sich da noch so angenehm mit in das Geruchsbild einfügen.
Aber die sind weg. Das war tatsächlich diese Jasminnote, die am Anfang so ein bisschen Lemongrass-mäßig anmutet. Wirklich eine schöne Mischung vom Geruch her. Sehr gut abgemischt das Ganze. Rose und Jasmin komplett identisch. Ja, ergibt ein schönes harmonisches Tabakbild auf jeden Fall. Ein schönes harmonisches Geruchsbild. Kommen wir zum Rauchen, zum Geschmack des Ganzen. Rauch ist natürlich krass. Ihr habt hier einen feinen Schnitt. Die Feuchtigkeit vom Tabak wurde komplett aufgenommen. Ihr habt keine überschüssige Melasse. Auch die Feuchte vom Tabak gefällt mir sehr, sehr gut. Also wenn man sich jetzt hier die Dose mal von der Seite anguckt, der wurde, wie schon gesagt, vor ungefähr einer Stunde eingefüllt. Ihr habt hier keine Pfützen unten. Der Tabak ist schön gleichmäßig durchgefeuchtet. Da ist nichts Überschüssiges da. Also auch von der Befeuchtung her 1A, ja, möchte ich behaupten. Geschmacklich. Habt da vordergründig beim Einatmen diese Jasminnoten, die sehr intensiv süß daherkommen, sehr würzig, aber auch zeitgleich daherkommen. Süß-würziger Geschmack, der sich auch so ein bisschen reizend im Hals-Rachenraum ablegt. Ich muss auch dazu erwähnen, dass ich Shisha immer sehr heiß rauche, was jetzt meine persönliche Präferenz einfach ist. Das heißt also, wenn ihr dem ordentlich Hitze gebt, beziehungsweise wenn ihr die Hitze langsam hochschraubt, ich rauche wie schon gesagt immer sehr warm, dann habt ihr diese Jasmin-Note schön im Vordergrund, schön vordergründig. Und im Hintergrund, während dem Einatmen bzw. kurz vorm Ausatmen, kickt dann so richtig schön die Rose, die Jasmin aus dem Programm und ihr habt beim Ausatmen so einen richtig geilen Wildrosen-Flavor noch mit dabei. Nicht unangenehm, also auch dieses leicht Reizende von der Jasmin, das ist nicht unangenehm. Also nicht falsch verstehen, dass euch das jetzt irgendwie alles wegbombt, das ist ein angenehmer Flavor, der sich auch länger als nur ein Zug im Mund hält. Also ihr habt wirklich dann auch im Nachhinein noch ein schönes Geschmacksbild im Mund, das sich so über den Zungenrachenraum langsam Richtung Gaumen vorarbeitet, bis zum nächsten Zug und dann wieder aufgefrischt wird. Die Kombination aus Rose und Jasmin gefällt mir hier total gut. Was ich jetzt gerade nach ein bisschen längeren Rauchen noch rausschmecken kann, ist so eine leichte Süße, die jetzt unabhängig von Jasmin und Rose kommt. Das ist so eine leichte Honigsüße. Ich würde sagen, so in Richtung Akazienhonig gehend. Also jetzt nicht wirklich eine Honignote im eigentlichen Sinn, sondern wirklich einfach nur eine sehr angenehme Süße, die das komplette Bild hier sehr schön abrundet vom Tabak. Gefällt mir absolut gut, der Kismet Noir. Das ist der erste, wie schon gesagt, den ich jetzt hier auf dem Channel reviewe. Früher hatte der Kismet ein bisschen den gröberen Schnitt. Da war er so mit Al-Kaschmir vergleichbar vom Schnitt her. Also, ihr hattet da eher so gröbere Anteile mit dabei. Da war das auch noch super im Hotshot RT zu rauchen. Würde ich jetzt hier bei der neuen Charge bzw. bei der neuen Produktion mit dem feinen Schnitt nicht empfehlen, tatsächlich, wie schon gesagt. Da müsst ihr im Kopfraum müsst ihr ein bisschen aufpassen. Generell verträgt feiner Tabak auch im Regelfall relativ viel Hitze. Im Vergleich zu grobem Tabak ist es so, dass ihr bei gröberem Tabak eher immer ein bisschen vorsichtig sein müsst, euch mit der Hitze immer ein bisschen rantasten müsst. Bei dem Kollegen hier, zumindest in der großen Pfeife, ich rauche jetzt hier am Rande erwähnt noch mit zwei Kohlen. Das sind die Al-Dukhan 25x25x25 mm Kohlen. Das funktioniert absolut perfekt damit. Also da habe ich überhaupt keine Probleme, dass irgendwas kratzt, drückt oder unangenehm wäre. Kann ich auf jeden Fall ans Herz legen, den Tabak für alle Leute, die auf Blüten stehen, die auf blumige Noten stehen, die auf Blüten stehen, Quatsch, die auf blumige Noten stehen und die auf zeitgleich auch süße Erfrischung stehen. Für mich persönlich auch ein Tabak, der, obwohl es eigentlich Black Blossom heißt, wo ich jetzt eigentlich wirklich mit einem schweren Tabak gerechnet hätte vom Geruchsbild her, passt er auch perfekt jetzt zur hoffentlich bald kommenden wärmeren Jahreszeit. Also das kann ich mir auch sehr gut im Sommer vorstellen, die Aktion hier. Gefällt mir sehr gut, wie schon gesagt. Unterm Strich, Top-Tabak, gut investiertes Geld, meiner Meinung nach. Ob ihr euch den holt oder nicht, müsst ihr natürlich immer selber entscheiden.
Und mehr gibt es eigentlich jetzt auch zu dem Tabak gar nicht mehr zu sagen. Von daher will ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ich danke euch für eure Zeit. Noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe es auch schon beim letzten Mal gesagt, aber offensichtlich sind sehr wenige unter euch an Gaming interessiert. Ich habe seit geraumer Zeit einen Let's Play-Channel, wo ich auch tatsächlich so jetzt zumindest war es die letzten 3 Wochen so zwischen 4 und 5 Videos die Woche hochgeballert habe. Also da habe ich echt richtig Spaß dran gerade. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch den mal anguckt, wenn ihr Bock auf Gaming habt. Ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ist natürlich kein Muss. Genauso würde ich mich über eine Bewertung von diesem Video freuen und kommentiert mal fleißig, ob euch hier das neue Setup gefällt, jetzt hier mit dem Greenscreen und mit dem Wasserzeichen hier oben im Eck. Natürlich spiegelverkehrt genau in die falsche Richtung gezeigt, hier oben im Eck. Wenn euch das hier alles taugt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, dann kann ich auch nochmal im Hintergrund ein bisschen was arbeiten. Wie schon gesagt, an den kleinen Differenzen, wenn ich den Rauch auspuste, dass da der Green kurz ausrastet, da müssen wir mit leben. In diesem Sinne soll es das von diesem Video gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Tabak-Review, Leute. Und übrigens, frohe Ostern an euch, wenn ihr das denn feiert. Habt eine gute Zeit, ja, gönnt euch das Osterlamm, gönnt euch hier, knabbert mal schön ein paar Schokohasen weg. Macht euch eine gute Zeit, frohe Ostern und bis zum nächsten Video. Haut raus, ciao.